herzlich willkommen zu einem weiteren Test, und zwar diesmal zu der Gold Series, zu den Goldspielen von Xbox. Wir spielen hier Valiant Hearts The Great War, und wie wir hier bereits sehen, steht hier jemand links von uns, der unsere Hilfe bedarf, und zwar handelt es sich dabei um Freddy. Zu Freddy kommen wir gleich, das Spiel Valiant Hearts. Dann können wir kurz gucken, hier können wir dran ziehen. Ah ja, sehr gut. Das scheint dir schon mal ein bisschen zu helfen. Das Spiel stammt von Ubisoft Montpellier und kam Ende Juni 2014 in Europa auf den Markt. Da rechts kommen wir nicht weiter. Ich hätte gern Weißwein. Sagen wir ihm Weißwein. Der Typ trinkt Weißwein. Vielleicht können wir ja seine Flasche abziehen. Sehr gut. Das Spiel gibt es für Windows, für PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, Android und iOS und kostet je nach Plattform so 10 bis 15 Euro. Es ist ein Rätselspiel, wie man bereits sehen kann, in 2D mit einer Art Comic-Grafik. Ich glaube mal hier noch so eine Rotweinflasche, vielleicht brauchen wir die gleich noch. Wir haben 4 Charaktere, um die es geht in diesem Spiel. Er hätte gerne Musik. Er hätte gerne Musik. Hier rechts sind Musikanten. Oh Gott. Okay, der spielt schon mal. Vielleicht müssen wir die in der richtigen Reihenfolge ansprechen. Okay, das nicht. Ah ja, genau. Wir müssen die in der richtigen Reihenfolge ansprechen, damit wir da hochkommen, ganz offensichtlich. Ja, das Spiel spielt zur Zeit des Ersten Weltkriegs und wir haben, wie bereits gesagt, 4 Charaktere, die ja hier quasi im Spiel spielbar sind. Also ist der Typ hier oben weg und jetzt können wir hier dieses Ding bedienen. Ja, wie man sieht, sehr schön mit Bild-in-Bild-Funktion, eine sehr hübsche Comic-Grafik, wie ich finde. Und ja, der erste Charakter ist Karl. Karl sehen wir jetzt noch nicht. Karl ist nämlich der Schwiegersohn von dem Emil, den wir hier rechts sehen. Und Emil ist, ja, also Emil ist Bauer und wurde eben von Frankreich einberufen in den Krieg, während Karl als Deutscher nach Frankreich gekommen ist, als Landarbeiter sich dort in Marie verliebt hat. Ich überspringe jetzt mal ganz kurz die Filmsequenz. Und ja, Emil wurde dann eben von Frankreich einberufen und Karl von Deutschland. Da haben wir schon mal den ersten Konflikt, sind beide spielbare Charaktere. Ansonsten haben wir noch Freddy, den wir gerade getroffen haben. Das ist ein kampferprobter Amerikaner und steht eben ebenso dadurch auf Seiten Frankreichs. Und dann gibt es noch Anna. Oh, was passiert hier gerade? Oh, zum Kampf! Ah, okay, jetzt wird es interessant. Müssen wahrscheinlich immer in Deckung gehen oder so gleich. Anna ist eine belgische Krankenschwester, die sich in einem Studium befindet als Tierärztin. Boah, hier geht's gerade richtig ab. Ah! Boah, das war eng. Okay, dann müssen wir den Dingern ausweichen, offensichtlich. Also den Raketen. Und sie hat sich freiwillig für den Kampf gemeldet, sozusagen, um die Verwundeten zu versorgen. Okay, das war unser Chef. Verdammt. Jetzt renne ich vor. Wir müssen wahrscheinlich jetzt auch in Deckung gehen. Boah, was passiert denn gerade? Ich denke mal, wir dürfen nicht vor. Weil ihr Vater sich als Zwangsarbeiter im Krieg befindet, und zwar auf der Seite von Deutschland. Und da sehen wir mal wieder, Deutschland sind die Bösen, die Deutschen sind wie immer die Bösen. Gut, im Ersten Weltkrieg kann man sich dann streiten, kommt wahrscheinlich, oh, das war gerade eng. Auf die Seite betrachtet das an. Es ist ein Antikriegsspiel mit einer Bewertung von ca. 80%. Und wie ich finde, ist es richtig gut gelungen. Es macht unglaublich viel Spaß, Oh, ich bin gerade gestorben. War das richtig so? Ich hoffe nicht. Es ist ein Antikriegsspiel. Es hat einen unglaublich schönen Soundtrack. Einen sehr schönen Grafikstil, wie ich finde. Und macht sehr viel Spaß, wenn man auf solche Rätselspiele steht. Und außerdem finde ich, dass es das wirklich schafft, einen zu berühren. Das ist Karl. Ach, was ein Zufall. Das ist Karl. Mademoiselle Marie Chaillon. Soldat im... Ja. Also... ich kann es nur empfehlen. Ich persönlich finde es sehr gut, finde es super, dass es das in diesem Monat kostenlos gibt. Wie gesagt, man kriegt 15 Euro dadurch quasi geschenkt von Microsoft. Und ich finde, jetzt spielen wir eben Freddy. Freddy kann zum Beispiel solchen Draht durchschneiden, sobald er eine Schere gefunden hat dafür. Er sagt, wir müssen die Brücke sprengen. Genau. Wir können den Draht hier durchschneiden, zum Beispiel mit Freddy. Und ähnliche Sachen machen. Also Freddy ist so ein bisschen fähiger, ist ein bisschen muskulöser und so. Und jeder Charakter hat so seine eigenen Vorzüge. Später gibt es dann auch noch einen Hund. Kann ich hier irgendwie weiter? Nee, wa? Ah ja. Später gibt es dann auch noch einen Hund, der sich so ein bisschen ins Spielgeschehen mit einbindet quasi. Und so ein bisschen eine unterstützende Rolle für die Charaktere spielt. Und ich finde das Spiel an sich sehr gut gelungen. Kann es nur empfehlen, sich das mal anzuschauen, weil es wirklich... ich gehe mal ein bisschen weiter weg. Zum Beispiel kann man eben auch... Also es ist quasi eher ein Rätselspiel. Oh, ich glaube, das war nicht richtig.
Egal. Wie man an dieser Stelle weiterkommt, ob euch das Ganze gefallen hat, das könnt ihr einfach selber auch rausfinden, indem ihr das Spiel mal anzockt. Und ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Und ich hoffe, wir sehen uns hier in 2 Wochen wieder, wenn das nächste Goldspiel auf dem Markt erhältlich ist. Bis dahin, haut rein.